Yo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Fassan. Herzlich willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Video. Ihr habt richtig gehört, es gibt zum Glück endlich wieder Flohmärkte in meiner Region. Und ich nehme euch natürlich einmal live wieder mit. Wir kaufen Sachen günstig ein, um sie dann teurer weiter zu verkaufen. Diesmal war ich auf einem Garagen- und Hofflohmarkt. Über 100 Haushalte haben daran teilgenommen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass ich echt alle abgeklappert habe. Zumindest mal kurz einen Blick drüber geworfen. Ich will euch nicht so lange auf die Folter spannen. Ich würde sagen, lasst mir gerne ein Abo da und schaltet die Glocke an, weil so verpasst ihr keine neuen Flohmarkt-Videos mehr. Videospiele. Videospiele. DVDs habe ich viele da. Mhm. Aber ja. Wie viel soll da ein Brettspiel kosten? 1 Euro. Sind die vollständig? Wissen Sie das? Ja, ja. Also wir haben sie noch nie gespielt, so wie wir sie bekommen haben, haben wir es nicht gespielt. Wir haben keine Zeit gehabt und unser Sohn ist dann rausgewachsen. Okay. Und haben Sie vielleicht Harry Potter? Also die Harry Potter Bücher? Habe ich nicht. Was haben wir denn hier noch? Tom Clancy. Dann nehme ich das mit für 2. Am ersten Stand habe ich gleich mal 2 Brettspiele mitgenommen für jeweils 1 Euro. Das erste Spiel Nobody is Perfect ist von Ravensburger. Ich habe da auch schon mal eine etwas neuere Version erfolgreich geflippt und die ältere Version geht so circa für 15 Euro weg. Schmeckt! Das zweite, was ich mitgenommen habe, ist das verrückte Labyrinth in einer Sonderausgabe. Warum? Das hat so einen Holo-Effekt und das geht auch für circa 15 Euro im Netz weg. Schmeckt. Nicht wundern, Freunde, bei den Flohmarkt-Videos gibt es jetzt eine kleine Änderung. Ich fasse euch das einmal unten in der Ecke zusammen, also sprich den Einkauf und den Verkauf. Und nicht wundern auch, wenn der Verkauf abweicht, denn da rechne ich nämlich beispielsweise noch einmal die eBay-Gebühren ab und dann auch wiederum den Versand, weil ihr habt gerade eben bei den Brettspielen gesehen, die wurden für 15 Euro verkauft, aber da waren die Versandkosten noch nicht abgezogen. Also hier habt ihr dann wirklich ein reines Ergebnis und damit könnt ihr dann gegebenenfalls auch rechnen. Entschuldigung, wie viel kostet hier einer? Aschenbecher? Was kostet der Aschenbecher? Der Aschenbecher? Ja. Wenn er alle 4 nimmt, 5 Euro. Genau, 4. 4 für 4? Ja, genau. Beim nächsten Stand habe ich einmal Aschenbecher mitgenommen, ob jetzt neu oder alt. Ich habe damit schon gute Erfahrungen gemacht und die fand ich einfach sehr massiv, sehr schön auch. Von unterschiedlichen Marken und da habe ich ja dann 4 Stück für 4 Euro mitgenommen. Da haben wir einmal einen Aschenbecher von Lucky Strike, der ist ein bisschen gebraucht. Diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Pier Lights und Pier Export. Und zu guter Letzt haben wir Lord Extra. Ich habe dann mal im Internet recherchiert und habe gesehen, dass solche massiven Aschenbecher brandneu für 15 Euro plus dann auch nochmal Versand weggehen. Ich schätze mal, ich kriege die Hälfte, also so 7,50 Euro plus dann auch nochmal Versand und dann einfach abzüglich den Gebühren und das schmeckt trotzdem. Was ich leider nicht auf Kamera habe, aber bei diesem Stand gekauft habe, ist eine PS1 mit einem Controller und dann auch nochmal mit einem dazugehörigen Game. Das ist jetzt kein nennenswerter Titel, das ist einfach ein Rallye-Game und ja, dafür habe ich ein bisschen mehr bezahlt. Ich habe 20 Euro bezahlt, er wollte anfangs 25 Euro haben und diese wird im Internet zu circa für 35 Euro verkauft. Ich habe ja alle Anschlusskabel und dann auch nochmal einen Controller. Vielleicht kriege ich dafür 40. Ja.
und dann den Kloster wächst wieder keine Triebestäube da, ne? Aber der ist zum Verkaufen. Ist der nicht toll? Wie viel kostet hier ein Plüschtier? Die großen zwei, die kleinen 1 Euro. Ist der groß? Noch 1 Euro. Euro? Okay. Weiter geht's mit diesem Haribo Goldbär als Plüschtier. Den habe ich für 1 Euro mitgenommen und habe dann im Nachhinein einfach mal recherchiert. Also Plüschtiere nehme ich sehr, sehr gerne mit. Von Lizenzen, da gibt es wirklich ein paar Knaller, also man sollte sich damit schon befassen, denn Plüschtiere sind jetzt nicht so gefragt, würde ich sagen, beziehungsweise sind Plüschtiere ja eher so eine langweilige Nische, aber auch mit langweiligen Nischen könnt ihr Geld verdienen. Und ja, habt dann im Nachhinein einmal recherchiert und für diesen bekommt man 15 Euro plus dann auch nochmal den Versand und bei einem Einkauf von 1 Euro, ja, ich komme gar nicht mehr raus, das Wort zu sagen, aber das schmeckt natürlich. Haben Sie vielleicht Harry Potter Bücher? Nee. Keine Harry Potter. Doch, wir haben welche. Okay. Harry Potter haben wir oben. Ihr habt es ja schon beim ersten Stand mitbekommen, dass ich nach Harry Potter Bücher gefragt habe. Und ja, bei diesem Stand hat es dann einmal geklappt. Leider hatte sie keine Bücher, sondern nur ein Buch. Nämlich Harry Potter und die Heiligtümer des Todes konnte ich jetzt für 1 Euro mitnehmen. Und im Netz wird dies zu ca. für 11 bis 12 Euro weiterverkauft. Und dadurch, dass ich jetzt schon ein bisschen antizyklisch einkaufe, für mich sind Harry Potter Bücher einfach etwas, was man zu Weihnachten bzw. in den eher kälteren Monaten einmal hernimmt, nochmal drin rumliest oder vielleicht sich in die Sammlung stellt. Und solche Harry Potter Bücher gehen einfach Winter sehr, sehr gut weg. Da kann man halt den ein oder anderen Euro nochmal mehr verlangen. Und ja, ich habe mir gedacht, Mensch, ich frage da jetzt mal jeden, ob er denn Harry Potter Bücher hat, und ihr werdet erstaunt sein, was da alles geht. Und jetzt sind wir auch schon wieder in der Mitte des Videos angekommen und hier würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich einmal auf meinem Discord-Server auscheckt. Den Link dazu findet ihr in der Bio. Beim Discord-Server sind wir mittlerweile über 500 Mitglieder. Wir haben wöchentliche Thementalks, zum Beispiel über Sneaker-Resellen, Amazon FBA, und wir hatten auch schon sehr interessante Gäste da zum Interview. Also wenn ihr Lust habt und euch das Thema Reselling interessiert, joint sehr gerne, das Ganze ist für euch kostenfrei. Wie viel kostet hier eine Tasse? Viel zu viel. Ein Euro. Ein Euro. Euro. Kleine Muck. Hochmäßig habt ihr nichts da, ne? Nee. Okay. Das war auch 2 Tassen für 1 Euro. 2 Tassen für 1 Euro? Ja. Ja, okay, gut. Vielleicht gleich zuschlagen. Ich guck noch mal ganz kurz. Und Plüschtier? Auch 1 Euro. Habt ihr es gesehen, Freunde? Ich hätte so gerne den Garfield gehabt, aber der Zustand hat mir leider überhaupt nicht zugesagt, deswegen habe ich ihn dann auch einfach liegen lassen. Wenn ihr Garfield Plüschfiguren findet, nehmt die einfach mit. Für 1-2 Euro kann man dann definitiv nichts verkehrt machen. Ich habe dann aber das Angebot
zwei Tassen für 1 Euro sehr gerne angenommen. Ich habe vorher ein bisschen durchgeschaut und die habe ich mitgenommen. 2 Dittel-Tassen habe ich einmal mitgenommen. Klar, Tassen, eine langweilige Nische, aber sehr renditestark, wenn man weiß, was man mitzunehmen hat. Auch mit langweiligen Sachen, wie gesagt, kann man echt Geld verdienen. Und ich habe jetzt nicht die gleichen gefunden, aber die Tassen sind an sich in einem sehr, sehr guten Zustand. Und Dittel-Tassen gehen maximal gebraucht für sogar 15 Euro weg. Dann, wenn ihr dann noch beispielsweise DHL-Geschäftskunde seid und den Versand dann auch nochmal günstiger bekommt, dann lohnt sich das definitiv für 50 Cent ein Schnäppchen. Wie viel kostet hier einer von Kamel oder Camel? Wie bitte? 1 Euro. Wenn ich alle nehme, gehen auf 4. 1 Euro Rabatt. 5 Stück für 4 Euro kann man definitiv machen. Und als ich dann verglichen habe, Freunde, hat mich fast der Schlag getroffen. Im Internet zuletzt verkauft für 13 Euro plus dann auch nochmal Versand und ich habe einfach 5 Stück davon. Also das war ein richtiger Schnapper. Erledigt. Und Brettspiele? Siedler von Catan und genau und Incognito. Ja, ich habe hier 2. Wie viel würdest du hergeben? 3 Sachen. 1 Euro pro? Nee, das ist zu viel. Also bei Siedler hätte ich jetzt schon 5 gedacht und bei dem Incognito 2,3 mal. Okay. Weil es schon ramponiert aussieht. Ist aber komplett alles. Mhm. Ich glaube, da packen wir mal zusammen, oder? Hier, oder? Ich würde die mitnehmen. Ja. Und ich weiß nicht, die Mama ist da hinten. Da ist auch der Papa. Siedler von Catan. Ja, und ein PC-Spiel. Rum. Da, genau, pack mal die Bücher ein, Schatz. Wie geht denn das, sag einmal? Mich kann man nicht Gender Wars. Und Komplettpreis? Also Komplettpreis, wenn ich jetzt die 2 hier nehme, das, die Bücher und die 2 PC-Spiele. Bei 6, ich rechne nur zusammen 8, sind wir 11, sind bei 16 Euro. Ich würde jetzt 15 sagen. Machen wir 14? Okay. Der war schon richtig wild. 14 Euro für sehr, sehr nice Sachen. Und wir fangen mit den Harry Potter Büchern an. Wir haben einmal Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, verkauft sich so circa für 11 bis 12 Euro im Netz. Dann geht's weiter mit Harry Potter und der Feuerkelch, 15 Euro. Und zu guter Letzt haben wir Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, kann man sagen 12 Euro plus Versand. Ein Siedler von Catan in der 1995er Edition. Ich würde da definitiv einmal reinschauen, denn die 1995er Version war noch aus Holz und deswegen ist die etwas mehr wert. Und wir haben hier einen Verkauf von 50 Euro bei eBay. Dann geht's weiter mit einem Siedler von Catan Ergänzungsset. Das ist wiederum aus Plastik. Hier sieht man es dann auch nochmal. Ich habe es auch schon mal überprüft.
Die Brettspiele sind vollständig. Und ja, das würde ich im Endeffekt einmal mit dazulegen bei den Siedler von Catan in der 1995er Edition. Und dafür bekommt man jetzt nicht so viel. Ich würde mal schätzen, so 5 bis 6 Euro. Dann geht's weiter mit einem Riesengame, wie ich finde, von MB-Spiele. Haltet bei MB-Spiele oder bei Parker-Spiele immer ein Auge offen. Nicht alle gehen sehr gut im Resell, aber einige, hierunter auch dieses Incognito, für 25 Euro kann man das wegsnacken. Oh Freunde, mein Herz, als ich die gesehen habe. Die zwei Games gehen in einem Bundle für 86 Euro weg. Ja, ihr habt es richtig gehört. Die Herr der Ringe 2 und die Herr der Ringe 2 Aufstieg des Hexenkönigs immer mitnehmen, auch den ersten Teil. Oder ihr findet die Trilogie, die geht noch mal ein bisschen mehr ab. Nehmt diese PC-Spiele mit. Und das war's auch schon wieder mit Teil 1 des Flohmarktes. Ja, ihr habt richtig gehört, morgen kommt dann Teil 2. Ich habe mir gedacht, wenn jetzt der Flohmarkt ist, dann muss es definitiv gefeiert werden. Und somit bekommt ihr dann die geballte Flohmarkt-Power. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns morgen. Haut rein!